What's up, Soldiers? Willkommen zu einem neuen Video und heute geht es nicht um den klassischen Mehrspieler-Modus in Modern Warfare bzw. COD. Es geht auch nicht um Warzone, sondern um den sogenannten Gunfight-Modus in Modern Warfare. Das ist der sogenannte Feuergefecht-Modus, zu Deutsch. In dem spielt ihr 2 gegen 2, sollte den meisten ein Begriff sein. Ich habe den zum Release halt sehr viel gespielt und habe ein bisschen den Faden verloren. Ich habe die Maps nicht mehr verfolgt, die für den Modus kamen und bin jetzt durch das aktuelle Turnier dann auch wieder aufmerksam geworden, denn man kann halt in Modern Warfare im normalen Menü halt die Turniere halt so gesehen starten, da spielst du gegen zufällige Leute, kannst von mir aus sogar mit deinem Squad noch nachjoinen oder beziehungsweise beitreten und könnt dann geile Waffenvarianten freischalten, wie die G36C, die ich glaube ich gerade zeigen müsste. Hat ein schönes Grün, was man hier auf dem Kanal hier und da mal wiederfinden sollte. Das ist glaube ich ein Limettengrün oder so, keine Ahnung. Zwar ist das Schachbrettmuster beziehungsweise dieses Rennmuster nicht allzu geil, aber ich glaube mit der Tarnung kann man das beheben und macht dann daraus auf jeden Fall eine sehr seltene Variante, denn man kann sich diese Variante und jegliche Variante, die man halt in einem Turnier freischaltet, nur im Turnier freischalten. Das heißt, man kann die sich auch nicht kaufen, im Battle Pass erspielen und auch nicht mit Herausforderungen halt irgendwie abseits des Turniers irgendwie erspielen. Dementsprechend sind die natürlich sehr selten, weil wer spielt schon Gunfight, wer spielt die Turniere? Wenn man da mal den Gedankengang durchgeht, dann weiß man, dass die Waffen, die man halt da bekommt, halt durch die Turniere, die Baupläne sehr selten sind. Aber ich glaube, bevor wir weiterreden, starten wir mit dem Video. Heute zocken wir nämlich den normalen Gunfight-Modus 3 gegen 3 ein bisschen mit zufälligen Modi halt da drinnen und zufälligen Mates. Und ich bin sehr gespannt, wie das Video enden wird. Mal gucken, ob wir ein paar Siege oder so erreichen werden. Aber ich würde mal sagen, wir starten jetzt erstmal das Video. Alter, die Pumpgun braucht aber auch ein bisschen. Durch die Wand. Okay, ein geiler Start schon mal. Gucken, ob wir noch ein Teammate bekommen. Eine goldene Uzi, schön. Ich glaube, meine Erstwaffe, die ich damals auf Gold erspielt habe. Zwei Nikolais hier vor allem. Was ich sagen wollte, war, glaube ich, dass meine Erstwaffe, die ich auf Gold erspielt hatte in MW, die Uzi sogar war. Bei einem Kollegen, bei meinem lieben Marvin Bueno, hatten wir die MP7, glaube ich, oder so, oder die MP5 auf Gold erspielt. Ich weiß aber gar nicht, wo zuerst, wie und was, ist ja auch egal. Und, oh mein Gott, der ist da hinten ganz. Ah, schade. Spot zwar verstanden, wo er war, aber es war schon 1 gegen 1. Ich hätte mal drauf achten sollen. Keine Ahnung, komm schon, Nikolais. Ja, komm, okay. Oh nein, dass ich down bin, gefällt mir schon mal gar nicht. Er stellt auch sein Visier ein. Ah, ich liebe es aber auch hier, diesen Gunfight über Kreuz am Anfang zu challengen halt gar nicht. Ah, die Teammates haben die Runde geholt. Okay, okay. Und ein Box? Nee, okay. Mit dem Shoot endet er das Ganze. Nächste Runde sind wir jetzt auch wieder dabei. Wie gesagt, das hier mag ich gar nicht zu challengen. Vor allem guckt man ja meistens so hier von rechts nach links. So. Das gefällt mir halt gar nicht, weil können da halt einfach hochrushen und dann stehen die da. Der eine von denen zum Beispiel ist da ja schon durch. Oh mein Gott. Da geht einmal die Semtex raus. Beide stehen da. Da haben wir den einen. Da haben wir den anderen. Geil, okay. So, machen wir mal reingeschaut, auf gut Glück. Da kam da eine. Wir flashen mal hoch. Da ist der nächste, irgendwo. Wahrscheinlich da. Okay, da haben wir ihn. Der hat aber auch gerade wirklich Pech gehabt. Normalerweise, also wer auf einem ähnlichen Skill da, ich weiß jetzt nicht, wie gut der Gegner natürlich ist, aber eigentlich holst du der Gegner easy weg, wenn die Treppe hochkommen. Kann aber auch sein, dass du natürlich ohne Headset spielst und deshalb natürlich das nicht hören könnte. Keine Ahnung. Ich hoffe mal, wir holen es jetzt trotzdem auf jeden Fall mal den Sieg und spielen danach auf jeden Fall nochmal eine Runde. Die spielen jetzt wahrscheinlich etwas defensiver. Oh mein Gott, haben wir gerade die Flash da gerade mit der Dingsens, mit dem Molotow? Na, mit dem Molotow abgeworfen? Bitte einmal im Replay im Video, das will ich nochmal sehen. Oh Mann, wir sind zwar gestorben, weil wir absolut dumm gespielt haben, aber das hat mich gerade ein bisschen confused.
Ah, scheinbar müssen wir gleich vielleicht doch noch um einen Matchball ballen. Doch nicht, okay, dann haben wir den Sieg geholt. War auf jeden Fall schon mal ein geiles erstes Match seit langem. Ich habe, wie gesagt, bislang das Turnier gespielt in den letzten Tagen, ohne mich aufzuwärmen. Ah, und eine Sache, bevor wir das nächste Match suchen, im Menü, habt ihr schon dieses Gewitter gehört? Ich weiß nicht, ob das vorher schon da war. Mal gucken, ob das jetzt gleich kommt. Da war es, da war es. Ich hoffe, man hört das in der Aufnahme. Ich habe das zumindest vorher nicht mitbekommen. Ich weiß nicht, ob das zu Season 6 Beginn da war, aber vielleicht hat das auch mit dem Event zu tun oder ich war vorher einfach nur komplett taub, ja. Und wir starten natürlich mit einer Pumpgun. Reingeschaut? Okay. So, ich würde gerne den Hügel gleich mal hochrushen mit der Pistole. Da einmal blenden und dann schauen wir mal, ob da ein Gegner kommt. Da ist doch einer hinten. Okay, Fernkämpfer. Oh, da ist noch einer. Nein, 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 nein. Ah, verdammt, ich wusste es, er wird einen Pumpgun natürlich hochrushen. Was heißt rushen? Okay, man hat ihn ja nicht gehört. 2 gegen 1, kommt Teammate. Ja, das ist unser Teammate. Genau, da, da hinschießen, da, 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 kommt, nee, etwas weiter nach rechts. Das schaffst du noch, ich glaub an dich. Ja, geht doch, so. Ich guck mal, dass ich mich hier gleich irgendwie hinstellen kann, um zu schauen, die da hochrushen. Ja, da natürlich irgendwo. Semtex geht raus. Und ich würde mal sagen, wir gehen hier mal entlang. Da haben wir den ein. Blend mal raus. Kein gestunt und wir pushen mal ein bisschen vor. Ich weiß auch gar nicht, wo der Gegner hier sein soll. Da ist einer. Teammate? Und da haben wir die nächste Runde. Auch geil. Okay, komm, das schaffen wir, das schaffen wir. Oh, eine AK. Die spiele ich gerade im Multiplayer auf Damaskus. Bin ja noch dabei am Damaskus Grind. Der dauert ja ein bisschen länger. Und ja, keine Ahnung. In Black Ops 4 hatte ich Dark Matter nach 2 Monaten oder so gehabt. Aber Damaskus ist halt, ja, eine größere Herausforderung, sagen wir es mal so. Flash ist mal raus. Ah, das ist keine Flash. Verdammt. Ist ja nur ein Täuschkörper. Ist ja absolut nervig. Haben wir den ein. Haben wir den anderen. Da hinten sollte gleich der andere kommen. Oh, das war eine Fliege. Beinahe geschossen. Oh, Auto-Aim hat das so verraten. Oh mein Gott. Oh mein Gott, zum Glück habe ich Crossplay gerade ausgestellt wegen dem Turnier. Das war nämlich ein bisschen unfair gegen PC-Spieler zu spielen, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte nämlich eine Situation gehabt, wo wirklich mit einem Field of View Changer am PC natürlich die Gegner einen Vorteil hatten. Und da dachte ich mir, komm, nee, so sehr ich auch für Crossplay vor allem mit PC bin, muss ich den jetzt einmal fürs Turnier ausstellen. Ich muss das wieder aktivieren. Lass mal schauen. Da ist der eine. Aber auch ein bisschen lost. Dann haben wir den anderen. Und da ist der nächste. Okay, gut, wir haben alle 3 geholt. Ein bisschen defensiv gespielt, aber so muss das natürlich auch ein Gunfight sein. Vor allem mit Täuschkörpern. Du kannst dich wirklich auf nichts verlassen, auf deine Sounds, weil es kann halt ein Täuschkörper der Gegner sein. Oder auch von den Teammates. Ich weiß nicht, ob man das heraushört, ob das ein gegnerischer oder von einem Teammate einer ist. Na, na! Sag mal, diese Steine, ne, in Modern Warfare. Okay, der ist da scheinbar nicht mehr. Flash mal dorthin oder Stun. Ich weiß gar nicht, was das ist. Dann kommt der Molotow hinterher. Ah, beide hocken da. Teammate, Teammate, dreh dich um, dreh dich um. Nein, nein, nein. Genau da. Na, shit. Wo ist unser anderer Teammate? Ja, da war er natürlich zu langsam. Die Flagge, die kann man so schnell einnehmen. Ne? Diese 5 Sekunden sind wirklich, das sind gefühlt 3 Sekunden eigentlich. Vielleicht sind es sogar wirklich nur 3 Sekunden. Das wurde irgendwie vielleicht gepatcht und ich habe es nicht mitbekommen. Aber in den Turnieren, ne, das war so entscheidend teilweise. Da war doch einer. Bin ich blind? Ja, da. Ich habe keine Ahnung, auf was ich schieße.
steht auch noch einer. Da ist er. Wir sichern das Ziel, okay. Okay, haben wir so gewonnen. Das war gerade ein bisschen chaotisch. 5-1, komm, wir machen 6-1 hoffentlich raus. Ich weiß wirklich nicht, wo der letzte Gegner war. Man sieht das im Video wahrscheinlich kaum durch die Kompression auf YouTube, aber der war wirklich schwer zu sehen. Danke dafür, Bank Zovi, für die Funktion des Monitors. Ist leider nicht gesponsert. Aber es muss mal erwähnt sein, dass dieser Black Equalizer da schon gerade vielleicht ein kleiner Vorteil war. Ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt, aber halt so dunkle Bereiche halt heller zu haben. Die sind ja alle da. Oh, verdammt. Hätte ich gar nicht pushen dürfen. Ich dachte, die haben sich verteilt, so taktisch aufgestellt oder so. Kommt die mit diesen beiden rechts? Da hockt der eine. Der sitzt einfach im Feld. Und der andere hockt da. Okay, der spielt jetzt scheinbar mehr defensiv. Teammate versucht sich mit dem... wie heißt das? Der Marksman Rifle da? Egal, 6-1. So, ich glaube, das ist ein schöner Abschluss fürs Video, nochmal so eine geile Runde jetzt am Ende gehabt zu haben. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen den Gunfight-Modus mehr bringen und euch etwas übers Turnier so erzählen, was das denn bringt und warum ihr es denn zocken solltet. Jetzt noch bis Cold War. Falls ihr im Cold War-Fieber natürlich seid, da freue ich mich natürlich für euch, dass ihr bald ein neues COD habt, was ihr spielen werdet. Bei mir, wie gesagt, ich werde erstmal mit Cold War etwas warten, haben wir aber im anderen Video schon besprochen gehabt. Dementsprechend sage ich erstmal dafür, Soldiers out!